Hallo! In diesem Video zeige ich euch zwei ganz einfache DIYs und wie ein paar Ecken meines Zimmers dekoriert sind, als kleine Inspiration. Das erste, was an meiner Wand hängt, ist dieses Vision Board, was ich mal gemacht habe. Inspiriert von einem Video auf YouTube, das verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich habe da jedenfalls einfach eine Holzplatte genommen und den Rand mit Acrylfarbe angemalt und dann auf Pinterest nach Bildern gesucht und die, die mir gefallen haben, ausgedruckt und aufgeklebt auf dem Brett und das Ganze dann noch ein bisschen verziert. Darunter habe ich noch so ein Holzbrett aufgehängt, das habe ich aber nicht selber gemacht, sondern das war mal irgendwo dabei. Dann habe ich hier diesen Art Traumfänger hängen. Dazu habe ich einfach so einen Holzstab genommen und da immer Wolle rangebunden und so geknotet, dass das in der Mitte spitz zuläuft. Und unten habe ich Federn mit Heißklebe rangeklebt. Und auch das war inspiriert von einem Video, das verlinke ich auch mal in der Infobox. Dann habe ich hier so zwei Regalbretter an der Wand, die ich schon vorher mit Kleinkram vollgestellt hatte. Aber jetzt habe ich alles mal runtergenommen, um mal sauber zu machen. Und beim Einräumen habe ich dann ein bisschen was verändert. This time it don't feel like you want it all. Did I do something wrong to make you go? Said I would know when it's so good to fall. Now I just need to hold me close. Cause I don't want another heart to fill the holes that you left under my covers. For me to grow cold, I don't wanna miss somebody who's not missing me, but the city feels so lonely when you leave. Was mir erst später eingefallen ist, deswegen ist das auf den anderen Aufnahmen nicht zu sehen, ist die Vase, die vorher da stand, mit dieser Prosecco-Flasche auszutauschen. Die ist natürlich leer und ausgewaschen. Und dann habe ich da die Kunstblume wieder reingestellt und ich finde, das sieht eigentlich echt ganz cool aus. Dann kommen wir jetzt zum ersten DIY. Und zwar ist es eine Möglichkeit, Erinnerungen, Fotos oder auch Polaroids aufzuhängen. Ihr braucht dafür irgendein Band, Polaroid-Bilder, wenn ihr eine Polaroid-Kamera habt. Oder sonst könnt ihr auch einfach welche ausdrucken. Ein Link zu einer Seite, wo ihr das machen könnt, verlinke ich in der Infobox. Dann könnt ihr noch andere Bilder nehmen, Postkarten oder zum Beispiel Konzertkarten. Außerdem braucht ihr noch etwas zum Anklemmen, wie diese Klammern hier. Ich habe mich hier für dieses Lederband entschieden, was ich noch zu Hause hatte, und das erstmal unter dem Brett befestigt. My room where I want its angles in my seats. In your shirt that I got you at first deep. Holding onto me my bed where you left me tangled up. Now it's noon. In the shirt that you gave me at first deep wishing I still had you. Dann habe ich nur noch die Sachen aufgehängt, wie die Postkarte und die Polaroids, die ich ausgedruckt hatte. Und schon ist die erste Variante fertig. Es war mir dann noch ein bisschen zu leer, deswegen habe ich noch diese Kunstblüte daran geklemmt und noch so getrocknete Blumen. Die zweite Variante wäre dann mit Polaroids. Da habe ich diesmal diese goldenen Clips genommen. Die Blüte hat mir da eigentlich ganz gut gefallen, deswegen habe ich die da gelassen und dann einfach alle meine Polaroids aufgehängt. Und das ist dann auch die Variante, für die ich mich entschieden habe für mein Zimmer. Habe ich hier noch diese kleinen Bilder, die ich gemalt habe, aufgehängt. Das Video, was ich mal dazu gemacht habe, verlinke ich hier. Ich habe die einfach so versetzt untereinander mit Patafix an die Wand geklebt. Dann habe ich diese Lichterkette an der Wand hängen. Dazu habe ich einfach Reißzwecken in die Wand gemacht und die Lichterkette darum gelegt und festgeklemmt. Dann hatte ich damals Polaroids ausgedruckt,
weil ich noch keine Kamera hatte. Das ist so eine Lichterkette mit kleinen Lichtern. Und auch wenn das nicht so ein warmes Licht ist, was ich hier habe, macht die Lichterkette echt immer eine schöne Atmosphäre im Zimmer. Hier habe ich ein Bild aufgehängt, was ich gemalt habe. Und daneben eine Papiertüte, die ist jetzt vom Hard Rock Café. Und das ist einfach eine schöne Erinnerung für mich und ich finde die generell ganz hübsch. This time you said you're playing games again. Boy, are we becoming up in now? And it's fine, I said, if you're the one in my head. An meine Tür klebe ich jetzt schon seit längerem Postkarten oder einfach Karten, die ich habe und schön finde. Da kommt immer mal wieder was dazu und es wird immer voller. Wie ihr seht, ist noch ein bisschen Platz über. Und ich befestige die einfach mit Tesafilm auf der Rückseite. Auf meinem Regal hier stehen und liegen auch noch ein paar Sachen. Bei dieser Tüte mochte ich den Spruch gerne und schöne Papiertüten sind eigentlich immer gut zum Dekorieren, weil man sie einfach hinstellen oder hinhängen kann. Diese Tetraeder habe ich mal aus Schaschlikspießen gemacht und selber angesprüht und auch dazu ist das Video, nachdem ich das gemacht habe, in der Infobox. Was ich auch schon sehr lange in meinem Zimmer habe, sind diese Bilderrahmen. Die habe ich einfach untereinander gehängt. Dazu hatte ich damals Zitate bei Pinterest gesucht und die in Word mit verschiedenen Schriften geschrieben und ausgedruckt und dann in die Rahmen gemacht und einfach untereinander gehängt. Kommen wir zum zweiten DIY und zwar ist es diese Lichterkette im Glas. Ihr braucht dafür ein Glas. Ich habe dieses Glas in Form einer Glühbirne in einem Dekoladen gefunden und dann eine Lichterkette. Ich habe hier eine, die nur an so einem dünnen Draht ist und die kleine Lichter hat. Dann habe ich zuerst mal das Band abgemacht, was noch an dem Glas dran war. Und dann einfach die Lichterkette in das Glas geschoben. Das verteilt sich dann eigentlich automatisch. In your shirt that I got you at first, he pulled in onto me, my bed, where you left me tangled up. Now it's noon. In your shirt that you gave me. Dann habe ich hinten mit Tesa die Lichterkette einfach nur noch festgeklebt und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht ein bisschen inspiriert, irgendwas in eurem Zimmer zu ändern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!